Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, der Silage sei Dank, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Und wir begeben uns jetzt erstmal auf den Weg zur Mühle. Denn wir wollen, also wir müssen hier den Kipper auskippen. Damit der Kollege da oben endlich mal fertig wird. Und schauen wir mal, wenn wir das drin haben, können wir uns den Schlitter leisten, damit wir dann jetzt gleich und vielleicht mit der Silage loslegen können. Wobei ich da dann erstmal noch den Gratazitel leer machen will. Und wir das Silo jetzt gleich direkt wieder mitnutzen können. Der Rapp sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und schon muss man nebenbei mal was die Schafe so treiben. Ich hoffe, kein Blödsinn. Weil ich aber sehe, weil auch fast Blödsinn ist, hier mit 2 Schlittern wieder rumzufahren. Heißt, wir müssen bald wie möglich wieder tanken. So. Dann legen wir mal los hier. So. Da wird auch schon wieder einiges zu sein. Was gibt es denn jetzt im Moment für Gerste? Gerste ist gefallen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Naja, aber es ist immer noch über 600, von daher. Ist noch in Ordnung. Und der Schlüter ist uns sicher. So, nur 45.000. Das heißt, wir haben noch 10.000 übrig. Wenn wir den Schlüter jetzt nämlich kaufen werden. So, aber bevor müssen wir erst. So. Was ich jetzt machen muss. Ich muss auf Echtzeit gehen. Weil sonst verdurcht mir die Scheiße. Da muss ich jetzt echt loslegen mit. Ach, ich denke, das dürfte aber gut zu schaffen sein. Also erstmal den Schlüter noch holen. Schlüter, Schlüter, Schlüter. 139.000 kostet er sogar. Heide Witzka. So, 234.000. 234 PS hat der und der hat 193 PS, nur also der ist auch bei weitem schon stärker. So, das heißt aber erstmal voran machen, dass ich hier irgendwie hier nichts verdocht. Eieiei, da habe ich natürlich ein bisschen spät reagiert, aber okay, muss ich jetzt mit leben. Ja, das dürfte alles schaffbar sein. Ich muss auf jeden Fall erstmal den Raps noch hier ansetzen. Ich muss die Silage unten beginnen. Oh, da war ich jetzt so viel Geld gerade stellen, dass ich wirklich drauf geachtet habe. Jetzt habe ich schon alles auf langsam gestellt, ne? Und ja. Okay. Aber mit der Ruhe. Das schaffe ich noch. Das ist noch kein Problem. Ist noch kein Weltuntergang hier. So. Jetzt. Auch richtig Case. Ich brauche jetzt erstmal nicht. Ich brauche auch im Moment noch nicht. Ich brauche den hier, den dicken. So. Heide Witzka. Komm, ihr Fias, Digga. Hat auch noch eine Verbesserung, muss hier das breitere Schneidewerk holen werden. Beziehungsweise eigentlich reicht aber auch so gesehen. Muss man überleben im Schneidewerk. Ja. Also kommen wir erstmal hier zu. Hier wird Trommel ausfahren, der hier abdanken kann. Aber ich tue mal den Tomat rein und dann trinke ich mal gerade einen Schluck. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Ganz schön staubig hier. Upsa. So, komm. Gib's mir. Ah, war zu weit. Scheiße.
Komm, René, ich muss ernten. Ich muss ernten. Gib Jas, gib Jas, gib Jas. So. Rein. Den abtanken. Das ganz zügig. Natürlich aber der extreme Zeitdruck. Und wir wissen ja, wie sehr ich unter Zeitdruck arbeite. Bordsteinkante mit. So. Vorwärts. So. Dann werde ich dich, wo setze ich dich jetzt mal hin? Wo will ich dich jetzt hinstellen? Ja, 30% ist ja hier unten. Knapp 40% muss ich halt oben wieder hinsetzen. Na egal. Ich setze jetzt einfach hier unten hin. Denn der wird sich auch nochmal drehen müssen oben. Von daher. Tue ich ziemlich weit oben. Oh, 500 Schlitz, der hat gerade eben noch 52. Haha! Heide Witzke. Oh, ein Launtank drin. So. Jetzt. Ich brauche schon nicht. Dich brauche ich. Wollen das Silo nämlich noch leer machen. Weil sonst kann ich ja nicht wieder nutzen. Ich würde nämlich gerne noch mit nutzen. Ja, 40%. Ach schon, dann schaue ich nicht mehr. Dann komm, ich tue jetzt die eine Schaufel da reinknallen. Dann muss ich das Silo halt von dem an her nutzen. Da bringt nichts. Dauert sonst zu lange jetzt wieder, bis ich da hier alles fertig habe. Ich will jetzt wirklich hier mit Mais anfangen. Und war dann mit Mais. So. Wir haben erstmal einen guten Puffer für die Sache mit den. Mit den, mit den, ach, naja, egal. So. Ich muss jetzt nach hier unten zur BG. Ah, der andere ist deshalb gleich wieder fertig. Ach ja, so. Was hat er überhaupt der Weg zur BGA? Ja, das sieht richtig aus. Ja, das sieht richtig aus, aber. So. Auf 11% runter tieren. Ja. Plus minus. So. 11% hatte der andere. So. Durchtrainieren. Der kann erstmal hier stehen bleiben, der tue ich mal gerade weiter hier rumfahren, dafür nehme ich mal gerade die Map hier. So, wo hab ich den Hänger geparkt? Da hat ich den geparkt, ne? Mal gucken. Ich will erstmal das Licht anmachen hier. Immer wieder einen Durchblick haben hier. So. Wunderschönes Gerät, der spielt da. Also wunderbar. So. Güllefass, da ist der Kipper. Wunderbar. Der andere ist jetzt fertig, muss ich auch nochmal gerade weghauen. Wegfahren. So. Das Gewicht ist auch überflüssig geworden eigentlich jetzt.
und gerade den auf Seite fahren. Ja, 43 Liter, oh Mann, ich muss wirklich tanken, wenn ich gleich mal zum Hof fahre oder so. So. Da ist der. Oh, den mal gerade als erstes rüber. Und mal den schon mal hier jetzt drin haben. Jetzt wollen wir hier gerade schon mal drin setzen. Los, komm, Ifias! Ifias, Alter! Licht an! So, rechts rum. Das ist der Weg, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Oh, ups. Ja. Rechts rum ist der kürzeste Weg. Links rum wäre, glaube ich, ein bisschen länger geworden. So, dann müssen wir hier schon mal aufklappen. Helfer. Jetzt brauche ich den hier. Ich habe so viel Müll stehen. Die Kupplung müsste weg. Das Gewicht müsste weg. So viel zu tun, so wenig Zeit. Mal wieder. Apropos Zeit, auch Halbzeit schon wieder. Ein Jahr, das geht ja heute wieder rum. Rubbel die Puppdupp. Jetzt Pipeline, finde mich mal. Wunderbar. 11 km/h, passt wunderbar. Fahren gleich. Ich gehe mal auf 30 hoch. War. Passt wunderbar. Ich bin ein bisschen schneller als er, ne? Meinst du das nur, oder? Naja. Ich war schon nur ein Tick schneller als er. Aber auf 8, ne? Ich am Hänger bin mit der Vorderkante, muss ich wirklich wieder runtergehen mit der Schnelligkeit. Aber zuvor muss ich hier aber mal weggehen. Und sonst stehe ich schon blöd da. So. So. Eins. Ach, eh voll. Okay, hat das ja wunderbar gepasst jetzt. Dann fahren wir hier rum. Dann brauche ich bestimmt einen 7 zu drehen. Könnte ein bisschen vom Vorteil sein. So. Der Rally. Wieder stressig heute. So. Der kann nach oben. Den brauche ich hier nicht mehr. Ich mache erst einen Flüter. Wobei, ich brauche jetzt auch noch einen Traktor, damit ich dann die Front mähen weg und mähen kann. Muss ich mal gucken, überlegen, was ich mache. So. Ja, wunderbar. Das ist eigentlich passend. Also hatte bis jetzt zumindest gepasst immer. Das sieht aber ganz gut aus. Nein! Nicht ganz. Muss ich mal gerade Tickel noch runter gehen. So, hier standen wir. Und da stehen wir auch noch. Ich stehe im Weg, stehe im Weg hier. Das ist es nicht so. Doch, der da will ich.
Turmmannschaft 2, 1. So. Turmmannschaft 4. So. So, hier Turmmannschaft 4. Und dann Turmmannschaft 1 für hinten zu fahren mit 10 km/h. Wird eigentlich passen. Sieht zumindest so aus, als ob es passen würde. Von daher vertrausche dem jetzt hier mal allem. Tja. Dann haben wir heute, ist der 3. Advent. Eine Woche noch, ist der 4. und dann noch 2 Tage, dann haben wir Weihnachten. Schon wieder. Aber es kommt mir so vor, als wäre das gestern gewesen, wo letztes Jahr Weihnachten war. Habt ihr auch manchmal so manche Ereignisse habt, wo ihr meint, hä? Das war doch gerade erst gestern. Dann kommt einem so vor, als wäre das gestern gewesen, ne? Das ist schon Hammer dann. Oder auch, hab ich auch Probleme irgendwie, ich hab immer wieder so Momente. Da fallen mir Sachen ein. Von, also ich aus dem Kindergarten. Keine Ahnung wieso. Nur plötzlich. So. 10 km/h. So. Das aber eigentlich passen, jetzt sind wir mit 10 km/h unterwegs, eigentlich zumindest. Dachte ich. Ja, super, sind jetzt wunderbar. Und der andere ist schon wieder voll. Wenn ich aber immer so stehen bleiben muss, dass ich da. Dann werde ich das nächste Mal unten ansetzen. Von unten ansetzen lassen. Vielleicht hilft das auch besser. So, wo bringe ich den Raps denn hin? Den Raps bei der Mühle wahrscheinlich. Gaststätte 1013. Irgendwas 1023. Mühle 1082. Okay, Mühle. Wollte ich mal sagen, geht jetzt zur Mühle. Zur Mühle, Mühle, Mühle. Quatsch, hier muss ich doch kein Idiot. Naja, komm, fahr ich mal hier Quäppel ein. So. Wow. Kommt weiter jetzt. So. Ich mach jetzt diesmal besser. Ich werde jetzt einfach die große Kurve fahren. Wart, bis der rangiert hat. Dann muss ich mich einfach nur noch neben ihn zu stellen. So, jetzt ist er nämlich fertig. Jetzt sind immer ein paar Liter, die der weghaut, aber. So. Man lässt auch nichts stehen. Das ist immer wieder schön zu sehen. Weil wie oft habe ich Helfer, die dann die Hälfte auf Seite knallen. So. Und ich würde aber sagen, das war dann für diese Folge schon wieder. In der nächsten Folge werden wir einen Raps verkaufen. Wir werden weiter mit der Silage machen. Ja, das ist zumindest der Plan. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.